Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Mischkonsum Bundle von Chris Lev, KDM Shay, Niles Davis und Tamash. Mischkonsum EP, das Ganze am vergangenen Freitag, den 26. April erschienen. Wir haben hier einmal die EP an sich, dann haben wir hier diverse Sticker, ein Shirt und ein Poster. Wie immer starten wir mit dem Album, in diesem Fall mit der EP an sich. So sieht das aus. Wir haben hier die vier Herrschaften, die vier Interpreten auf einer Couch sitzend. KDM Shay, Niles Davis, Tamash und Chris Lev. Und passend zum Albumtitel sind die vier Herrschaften hier auch schon am Konsumieren. Zumindest bei drei von vier scheint es so zu sein. KDM Shay ist hier am Rauchen. Tamash trinkt hier eine Flasche Berliner Luft und Chris Lev pfeift sich hier scheinbar irgendwelche Medikamente rein. Niles Davis, da weiß man das nicht so genau. Er sieht einfach nur etwas gelangweilt oder misstrauisch aus, aber da ist jetzt irgendwie kein Drogenkonsum sehbar. Gut, wir haben hier im Hintergrund noch diverse Fahnen, also einmal eine Rough Fiction Fahne, einmal so ein Alles wird Hood Poster, das zu Niles Davis gehört, dann hier noch so eine Tamash-Logo-Fahne, KDM Shay ist hier so abgeschnitten, ein Poster. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Auf der Seite haben wir hier nichts stehen, auf der Rückseite ebenso nicht, das ist ungewöhnlich, also keine Tracklist an dieser Stelle, sondern hier nur der Tisch, wo man sieht, was da alles für Utensilien zu liegen, also auf dem Tisch ist echt einiges los. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfe ich mal einen Blick ins Booklet. Ist so ein Einleger. Jawohl, hier haben wir sie dann. Hier haben wir die Tracklist. 7 Tracks an der Zahl. Wir haben auf diesen 7 Tracks 2 Features. Und zwar zweimal von Chaser One. Der von Zero Zero. Dann haben wir darunter die Produzenteninfos. Also wer hat die einzelnen Beats hier produziert. Von 1 bis 7 durchnummeriert. Und dann haben wir Track Nummer 7, weil ich ja gerade gesagt habe, es waren 2 Features. Nein, dem ist nicht so. Track 7 ist ein unfassbar großer Feature-Track. Und zwar, ich habe es, glaube ich, schon mal in dem Ankündigungsvideo der Releases erwähnt. Auf diesem Track alleine gibt es, ich glaube, 42 Rapper. 42 insgesamt, also nicht nur Features, sondern auch mit den Interpreten, mit den Hauptinterpreten, aber 42 verschiedene Rapper, die hier drauf sind, das ist echt mächtig. Einer der größten Collabo-Tracks, die ich persönlich je gesehen habe. Dann haben wir noch die Infos zu der EP. Also wo wurde das Ganze aufgenommen, Mixing, Mastering etc., Artwork. Und zum Abschluss noch die Logos, also KDM Shay, beziehungsweise ja nur KDM, Kalash Dadash Musik, Tamash, dann Niles Davis mit Alles wird Hood und natürlich der Rough Fiction Friedenspanzer. Gut, so viel dazu. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Ist in Schwarz und Silber gehalten. Auch hier haben wir wieder die Herrschaften beim Konsum der diversen Substanzen abgebildet. Hier lesen wir den Albumtitel plus die Interpreten. So sieht das aus. Und dann haben wir hier noch einen Aschenbecher, eine Flasche Berliner Luft und das ist das Album von KDM Shay, der Dadash mit Verlängerung. Hat ja auch noch Platz gefunden, sehr schön. Dann packen wir die EP mal zur Seite. Kleine Info noch zur EP, die ist ja schon etwas länger aufgenommen worden und zwar wurde die Ende 2017 aufgenommen und jetzt erst veröffentlicht. Ja, da gab es eine Verzögerung von circa einem halben Jahr. Dann haben wir hier 4 Sticker an der Zahl. Meines Wissens gehören jetzt nicht regulär zum Bundle, sondern die gab es eben, wenn man über den Shop von KDM Shay von Kalash Dadash Musik bestellt. Da gibt es bei jeder Bestellung diese 4 Sticker hier. Einmal im Hochformat, einmal quadratisch, einmal rechteckig und einmal, oder ja, ist die Frage, entweder so oder so. In diesem Fall, nachdem die Schrift so ist, auch im Querformat. Dann kommen wir zu einem weiteren Bundle-Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal ein Poster. So sieht das aus. Das Ganze ist im Querformat. Und auch hier haben wir dann
das bekannte Cover des Albums. Und jetzt sehen wir ein bisschen mehr, denn vorhin war das ja abgeschnitten. Hier links haben wir dann auch noch ein Poster von Shay. Hier rechts dann noch eins. Und dann auch noch eine Hirntodfahne. Und hier unten haben wir nochmal die Logos der einzelnen Herrschaften bzw. deren Labels. Rückseite ist blank weiß. Und dann kommen wir zum letzten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Shirt mit dabei. So, und zwar sieht dieses Shirt so aus. In weiß und schwarz gehalten das Ganze. Also es ist diese Abbildung, die wir schon von der CD her kennen. Und zwar haben wir hier die vier Herrschaften nochmal abgebildet. Niles Davis hier am Misshandeln, am Abstechen eines Stofftiers, okay. Und darunter lesen wir dann wieder den Albumtitel Mischkonsum plus die vier Interpreten. Neckprint haben wir keinen, also die Rückseite ist blank weiß. Und wir haben es zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe M. Größe konnte man sich dabei frei wählen. Ich glaube von S bis XXL war alles dabei. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Und zwar haben wir hier einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann diese vier Sticker sowie das Poster einseitig bedruckt im Querformat und natürlich die EP an sich mit insgesamt 7 Tracks. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle Mischkonsum von Chris Leff, KDM Shay, Niles Davis und Tamash. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. ja, der EP in diesem Fall? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Jungs unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.